Zapsarap, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, haben wir wieder den Kompressor auf dem Tisch. Das gute Stück hat mir echt Kopfschmerzen bereitet, weil wir hatten da mehr Probleme, als ich mir vorgestellt habe. Das gute Stück habe ich hier für 25 Euro bei eBay Kleinanzeigen ergattert. Der Vorbesitzer hat mir gesagt, das Ding brummt nur und läuft nicht. Da bin ich davon ausgegangen, dass zu 100% der Anlaufkondensator defekt sein sollte. Ist man nämlich der hier. Daraufhin habe ich mir einen neuen Kondensator bei Amazon bestellt und musste feststellen, das Problem besteht immer noch. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Haben wir hier ein Problem mit der Hilfswicklung oder der Hauptwicklung oder liegt es irgendwo anders da? Nachdem ich den Motor komplett hier fast auseinandergebaut habe, musste ich da was feststellen. Das Ding hätte fast einen Kolbenfresser gehabt. Ja, da habe ich dann gesehen, dass die Vorbesitzer natürlich ja den Kondensator eingebaut haben. Es lag nicht an dem Kondensator, sondern es lag hier an dem Zylinder. Deswegen wollte er nicht arbeiten. Der war ein bisschen schwergängig. Jetzt ist er relativ leicht. Ich habe ein bisschen Öl nochmal nachgefüllt, dass der optimalen Stand hat. Ja, wie habe ich das gemerkt? Ich habe das Ganze angefangen auseinanderzubauen. Im letzten Video, wo ich das Zeug euch gezeigt habe, habe ich ja gezeigt, hier war eine Plastikverkleidung. Um diese Plastik, also um den Kondensator abzumachen, muss man erstmal diese Plastikverkleidung abmachen, um da überhaupt an die Schraube dran zu kommen. Ich habe das Ganze abgepetzt, abgefressen, damit ich nicht diesen Kolben runternehmen muss, weil wenn man den einmal runternimmt, hat man das Problem, den wieder drauf zu kriegen. Und genau das war das Problem. Die Vorbesitzer haben das auch schnell bemerkt, dass die an den Kondensator nicht drankommen, ohne das Ganze hier abzunehmen. Wir können uns anschauen hier, das Ding ist mit vier Schrauben befestigt, die hier runtergehen. Das blöderweise, wenn man das Ganze hier falsch wieder zusammenschraubt, was der Fall natürlich war bei den Vorbesitzern, dass der Kolben schief ist. Hier muss wirklich alles perfekt gerade sein. Die haben einfach die Schrauben zugeballert, ohne richtige Vorgehensweise, und deswegen haben die fast einen Kolbenfresser verursacht. Hätte ich das von Anfang an mal abgecheckt, hätte ich ganz genau gewusst, dass der Kolben falsch drin war. Die haben nämlich einfach mal die Schrauben so dran gemacht, wie es denen lieb war. So sollte man es natürlich nicht machen. Man soll immer erstmal fangen wir mit der an, schrauben ganz locker mit der Hand fest, dann gehen wir zu dem rüber, machen den genauso mit der Hand fest, dann gehen wir zu dem hier und dann zu dem. Immer überkreuzt, dass der immer schön gleichmäßig runtergedrückt wird und nicht irgendeine Schräglage kriegt, weil da reicht schon ein Millimeter aus, dass das Ding hier eine Schräglage hat und anfängt an den Wänden zu kratzen. Das war natürlich das Problem. Ja, ich hätte gar nicht einen neuen Kondensator bestellen müssen. Ich hätte einfach mal den Zylinder überprüfen müssen. Aber das war mir ja nicht klar. Deswegen haben wir das Ganze jetzt nochmal richtig dran gebaut. Der Zylinder sitzt jetzt optimal. Wir können das gute Ding mal anmachen. Das Ding läuft wie eine Eins. Hätten die Leute beim Zusammenbau, als die das Ganze versucht haben zu reparieren, einfach mal richtig angeschlossen oder den Zylinder richtig draufgesetzt, wäre es kein Problem gewesen, hätten die einen voll funktionierenden Kompressor gehabt. Aber da lag der Fehler. Die haben den Zylinder, das Ganze hier, falsch draufgeschraubt und da hatten die das Problem. Das hat nichts gebracht. Ich musste dann, als ich alle beide angeschlossen habe in Reihe, musste ich feststellen, das Ding läuft, aber es wurde sehr, sehr heiß in kürzester Zeit. Deswegen bin ich ja auch drauf gekommen, dass der Zylinder da schleift. Theoretisch müssten wir eigentlich komplett einen neuen Zylinder, alles neu holen, aber hier in diesem Fall war der Schaden jetzt nicht so groß. Man hat zwar gesehen, kleine Riffeln waren wirklich nicht wild. Ich denke mal, das wird jetzt kein Problem sein. Das Ding lassen wir erstmal eine Weile laufen. Sollte es irgendwelche Probleme geben, würden wir das Ding auf jeden Fall uns mal irgendwie neu bestellen oder vielleicht gebraucht irgendwo kriegen, wo ein anderer Schaden an dem Ding ist. Ja, wie machen wir das mit dem Kondensator? Das werde ich euch nochmal erklären. Normalerweise müssten Motoren ein Typschild haben. Hier konnte ich keinen einzigen Typschild erkennen, außer das hier. Ja, wie machen wir das Ganze? Wenn ihr überhaupt keinen Kondensator da dran habt oder der irgendwie verschwunden ist, dann muss man ja rausfinden, welcher Kondensator an welchen Motor dran kommt. Da könnt ihr euch einfach behilflich sein. Man nimmt jetzt zum Beispiel, hier haben wir 1,8 kW und da würde ich jetzt, sagen wir mal, ja, das ist so
zwischen 30 und 50 Mikrofarad pro Kilowatt würde ich dann nehmen. Hier haben wir 45, das reicht vollkommen aus, aber normalerweise müsste es auf den Motoblock stehen. Was für eine, das ist glaube ich unter CB gespeichert, da steht CB, bla bla bla, und dann kann man sehen, wie viel Mikrofarad oder was für ein Kondensator, Anlaufkondensator das Ding braucht. Und es gibt manchmal auch Unterschiede. Es gibt einmal einen Anlaufkondensator und es gibt einen Betriebskondensator. Da darf man auch nicht verwechseln. Deswegen immer darauf achten, wenn ihr so einen Kompressor habt, dann braucht ihr einen Anlaufkondensator, weil der speichert die Energie, um den Motor zu starten. Und dann läuft das Ding. Aber erstmal braucht er haufenweise Energie. So, schmeißen wir das gute Ding noch einmal an und schauen uns an diesen schönen Klang. So, wunderbar, er baut schön Druck auf, alles funktioniert reibungslos, man hört keine Quietschegeräusche, wenn man hier reinschaut. Die Wicklung sieht auch sehr schön aus, da kann man sich nicht beschweren. Wir haben einen nagelneuen Kompressor jetzt. Normalerweise kostet er, glaube ich, an die 100 € bei Lidl. Und wir haben das Ganze jetzt für 25 € bekommen, plus 11 € für den Kondensator haben wir ausgegeben. Ja, sagen wir, €30 haben wir jetzt hier, €36, denke ich mal, haben wir für das Ganze ausgegeben und haben nochmal einen zusätzlichen Kondensator, der voll funktionsfähig ist. Falls der mal hier abraucht, könnten wir immer noch einen weiterverwenden. Deswegen denke ich mal, ist das wirklich gutes Geld investiert, was wir da gemacht haben. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch schön zusammenbauen, die Verkleidung dran machen, die Kabelung ein bisschen festmachen, dass die einfach nicht hin und her wackelt. Und wichtig ist natürlich hier einmal die Schraube festschrauben, weil wenn die locker sitzt, haben wir da auch ein Problem, da könnte es ein paar Faxen geben. Deswegen immer schön kontrollieren, dass auch da alles schön fest sitzt. So, bauen wir das Ganze erstmal zusammen und schauen uns mal an, was das Ding noch Schönes machen kann. So, wir haben das gute Stück jetzt einmal komplett zusammengebaut. Filtersitz, Ölstand ist optimal. Unser Druckschlauch ist hier angeschlossen. So. Funktioniert alles. Picobello, was kann man denn so dazu noch sagen? Man kann sich halt beschweren, das gute Ding hier für 25 € bekommen. Super Teil. Jetzt kann das Ding hier ein paar Jahre in Benutzung gehen. So, ich bin total zufrieden mit diesem guten Stück. Jo, niemals ohne Filter laufen lassen, weil wenn da irgendwie Staubkörner, Sandkörner, sonst irgendwas jetzt in den Zylinderblock reinkommen, dann kann es auch zum Kolbenfresser führen. Deswegen immer schön den Filter benutzen. Filter muss auch öfters mal gereinigt werden, dass der immer gut Luft saugen kann. Hier in diesem Fall ist der Filter nagelneu. Das ganze Gerät ist komplett neu. Da war halt nur das Problem, dass die Leute, wahrscheinlich war der alte, der allererste Kondensator, Anlaufkondensator, der da drauf saß, der ist wahrscheinlich kaputt gewesen. Oder es kam vielleicht auch wirklich vom Werk her, dass die Leute, nee, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass vom Werk da irgendwie falsch gebaut wurde, dass der Zylinder falsch draufgesetzt wurde. Es kann nur durch diesen letzten Besitzer passiert sein, weil er hat den Anlaufkondensator gewechselt. Das konnte man auch an der Verkabelung sehen, dass da der gewechselt wurde. Deswegen wurde das Ding auch falsch draufgesetzt. Was anderes kann da nicht in Frage kommen. Ja, das sind wir so ein bisschen wie Ermittler, aber ja, ich würde mal sagen, das Ding wird uns jetzt eine Weile begleiten. Mal gucken, wie lange das durchhält. Man sollte da Ölwechsel öfters mal machen, aber das Ganze, glaube ich, steht in der Bedienungsanleitung, wie und wann und wo das Ganze gewechselt werden muss. So, was haben wir da? Wir können mal ein bisschen hier Bar aufbauen. Das Ding ist auf jeden Fall sehr zügig unterwegs. Ich kann mich da echt nicht beschweren. So, da können wir noch ein bisschen Öl sehen. Das ist uns ein bisschen ausgelaufen, als wir das Öl nachgeplant haben. Einfach mit einem Lappen schön verschmieren. Dann kann auch keine Korrosion sich ansetzen. So, ich sag erstmal Ciao Kakao und das ist mein neuer Kompressor.